gibt wieder einige wichtige Dinge zu besprechen, wo darüber zu berichten ist. Mit uns jetzt auch vom Rückfallbewegung nach Lusenbach am 9. April die letzte außerrechtliche Verhandlung stattgefunden. Bis zum 15. Mai gibt es noch eine Nachfrist für diejenigen, die noch nicht unterschrieben haben. Es ist jetzt nur mehr eine Person. Ich habe auch noch geschaut, ein Grundeigentümer, da wird auch noch geschaut, dass der noch überzeichnet. Und dann ist an und für sich das außerrechtlich so weit abgehandelt, dass es keine Zwangsrechte geben muss von dem her. Ja, der nächste Punkt wäre, es hat die Verleihung des Steirischen Banda stattgefunden. Unsere Musikkapelle wurde geehrt, so am 5. Mai hat sie in der alten Uni, in der Hofgasse, die Überreichung des Steirischen Bandas gegeben, so aufgrund der besonderen Leistungen, die unsere Marktmusikkapelle erkannt hat im letzten Jahr, wurde ihnen der Steirische Banter verliehen. Den Steirischen Banter haben sie bereits schon fünfmal erhalten, auch schon den Robert-Stolz-Preis und andere wichtige Preise. Und wir sind natürlich stolz als Gemeinde, dass wir so eine tolle Marktmusikkapelle haben. Ja, wichtig zu erwähnen, die Gemeindeveranstaltung am 1. Mai, Familienratvertrag, war eine tolle Sache. Es waren wieder über 400 Personen anwesend. Ich glaube, am Radfahren waren es über 240, 250 Radfahrer, die mitgefahren sind. Hat sehr viele Preise gegeben. Recht herzlichen Dank an die Lieboch Unternehmer, die das gespendet haben. Und vor allem herzlichen Dank auch an die SPÖ-Fraktion, die das tatkräftig unterstützt hat. Es ist auch wichtig zu erwähnen, weil diejenigen waren, die zu einem Unternehmen gegangen sind, nachdem die anderen Gemeinderäte gesagt haben, sie tun das nicht mehr, wurden die ganzen beste Preise sozusagen von unserer Fraktion eingeholt. Wir haben auch geschaut, dass wir einen schönen Maibaum haben, wie jedes Jahr. Unter der Leitung vom Altbürgermeister haben wir den geschnitzt. Und es hat sich große Beliebtheit erfreut, nachher danach wieder nochmal dann aufgestellt worden ist. Wichtig zu erwähnen ist auch gewesen bei dem 1. Mai am Familienratvertrag, dass die Vereine mit eingebunden worden sind. Die Lieboker Volkstanzgruppe war dabei, dann die Tanzelmusik, Lieboker Teil und vor allem auch die Marktmusiktabelle. Und ein ganz großer Dank gehört dann natürlich auch an den Wirtschaftshof und an die Freiwillige Feuerwehr weitergegeben, weil die uns da sehr, sehr gut unterstützt haben und auch am Tag der Arbeit eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben. Ja, kurz ein paar Bilder noch. Der Altbürgermeister, unser Ehrenbürger, der da war, dann haben wir Nationalratsabgeordnete, die bei Lisbeth Bosman gehabt, Marktmusikkapelle, Tanzenmusik, Lieboch Lokal und die Volkstanzgruppe. Ja, es gibt neue Unternehmen in Lieboch. Mietfahren Boch, in der alten Reiker, gleich vis-à-vis von der Gemeinde, gibt es ein neues Geschäft, das Wohnaccessoires anbietet. Da hat es auch eine Eröffnung gegeben, die sehr gut angekommen ist. Und bei der Firma Assel, im Industriegebiet unten, hat ein neues Geschäft eröffnet, und zwar Webergrill, wo man alles zum Grillen, Zubehör und Räder erhält. Finanzbericht, wie jedes Mal bei der Gemeinderatssitzung, was wir jetzt noch machen werden, die Rück- und Vorschau. In dem Sinne brauche ich nur sagen, wir haben bis jetzt immer sehr gut gewirtschaftet, Einnahmen, Ausgaben gegenübergestellt, jedes Jahr, und haben damit einen Überschuss von 1,6 Millionen Euro in diesen drei Jahren erwirtschaftet, was auf jeden Fall sehen lassen kann. Bedarfszuweisungen, es hat wieder Verhandlungen gegeben mit dem Land, war wieder drinnen. Ursprünglich ist es so gewesen, dass wir maximal 220.000, 230.000 Euro an Bedarfszuweisungen erhalten haben. Aufgrund meiner Verhandlungen drinnen haben wir diesmal 371.000 Euro
erhalten oder werden sie erhalten, wenn wir sie abrufen. Das ist einmal für die Volksschule, die 140.000 Euro, die uns zugesagt worden sind auf 10 Jahre, dann Straßenbau 120.000 Euro, die wir den Sportplatz 85.000 Euro, für den Traktorkauf 15.000 Euro und für neue Lampen weitere 11.000 Euro. Ja, da möchte ich nur darauf hinweisen, auf Gemeindeveranstaltungen, die es gibt. Das ist einmal die Eröffnung der Volksschule bzw. der Tag der offenen Tür, wird am Samstag, den 17. Mai stattfinden. Die Einladung müsstet ihr alle auch schon erhalten haben. Stattfinden wird es um 10 Uhr in der Veranstaltungshalle. Es sind geladene Gäste, das ist alles auf der Einladung der Umschaften auch. Und man wird sehen, wie lange das in etwa dauert. Man geht von einer Zeitspanne von rund 1,5-2 Stunden aus. Es werden die Kinder der Volksschule werden auch eine Einführung machen, wo man dann verschiedene Darbietungen miterleben kann. Und im Anschluss daran und die Feierlichkeiten werden dann alle eingeladen in der Volksschule, die Schulklassen, die neuen Schulräumlichkeiten zu besichtigen, die dann ganz bewegend, wenn es noch am letzten Mal oder am vorletzten Mal die Sitzung war, beschlossen, dass es dort was zu essen und zu trinken noch abgeben wird. Des Weiteren gibt es einen Kinderspielplatz, einen Dorfplatz, wird eröffnet, so dass das Wetter schön sein wird. Wenn man es nachschaut, wird wahrscheinlich regnen, aber das wird man nachher sehen, sonst wird man es einfach, um eine Woche verschieben und dementsprechend hat das einen Punkt tun. Der Kinderspielplatz und Dorfplatz wird am 16. Mai ab 16 Uhr noch dann eröffnet werden, wo natürlich alle Gemeinden und die gesamte Bevölkerung recht herzlich eingeladen sind. Ja, das war der Bericht des Bürgermeisters. Wir kommen jetzt zur Fragestunde nach Paragraf 54 der steinerischen Gemeindeordnung. Darf ich eure Fragen bitten? Dann stelle ich die erste Frage, und zwar mit der aktuellen Standort der Verkehrsinsel Bahnstraße. Verkehrsinsel Bahnstraße. Der Punkt schaut so aus, dass mit der GKB. Okay, ja, passt. Dass es Gespräche gegeben hat, sowohl mit der BH, der Straßenverwaltung, auch mit DKB in der Teil und schaut, welche Lösung die sinnvollste ist, vor allem weil es darum geht, dass der Bus, der aus der Bahnhofstraße rausfährt, in die Backerstraße reinfährt oder dann auch dementsprechend Radius benötigt, damit er dann in die Ecke kommt. Und dass er nicht auf die andere Vorspur rüberfährt, sondern dass er auf seiner Vorspur noch bleibt, wenn er rechts abbiegt. Und nachdem da mehrere Behörden damit befasst sind und sagt die GKB, das Unternehmen, ist es wichtig, dass das selbst mal im Vorfeld alles klar abgestimmt ist, dass man weiß, was man auch im Endeffekt dann bauen kann, was dann auch beantragt wird. Nachdem es auf einer Landesstraße ist, muss das Land das selber natürlich noch mit einer Einreichung die Baubewilligung zu erhalten. Und so gesehen sind wir daran gebunden, was das Land zu dieser Angelegenheit sagt, welche Forderungen das so von deren Seite kommen, welche Forderungen sie das notwendig sind und vor allem auch, dass eben die Lösung für die GKB-Busse dementsprechend auch dann zur Ausführung kommt. Aber sobald es da was Näheres gibt, wird der Gemeinde auch dann darüber informiert werden. Bitte. Ja, ich hätte eine Frage an den Obmann des Sportausschusses, den Herrn Weiß. Und zwar wurde in der letzten Gemeinderatssitzung immer von dem ersten Vizebürgermeister Ehrlichkeit, Wahrheit und Rückgrat gefragt. Und jetzt ist erstens einmal zur 1. Mai-Feier meine Frage, wieso andere Gemeinderatsmitglieder 10 Minuten vor Beginn des Ratsvertrages ausgeladen wurden.
Und die zweite Frage hinzu, was er dann seine Stellungnahme dazu ist oder sein Empfinden, dass bei einer bezahlten Feier der Gemeinde Wahlkampfreden des Bürgermeisters und einer Nationalratsabgeordneten gemacht werden und sogar Verteilung von Broschüren. Das wäre bitte dann eine SPÖ-Veranstaltung und keine Gemeindeveranstaltung. Weil wir haben keine Wahlreden halten dürfen. Also bitte, wie kann man das mit Wahrheit, Ehrlichkeit und als Opern, als Verantwortlicher des Radfahrtages, wie stehst du dazu? Ich beantworte jetzt die erste Frage. Ja. Die erste Frage war in der Ausladung. Ich hätte es euch bekannt gegeben bei der Gemeinderatssitzung, wo ihr nicht anwesend war. Zweite Frage, welche Broschüren wurden verteilt? Ja, Wahlkampfbroschüren, die Europawahl. Die Verantwortlichkeit in diesem Bereich liegt natürlich verbunden. Das war eine Spende von mir, das waren Spenden, das waren keine Broschüren. Nein, es redet Wahlkampfbroschüren. Ich kann sogar ein Foto zeigen. Es waren für die EU-Wahl Wahlkampfbroschüren, das heißt die Antwort. Bitte. Wenn das so war, ich werde nachgeben und würde die Frage machen. Ja, weil das ist eine SPÖ-Veranstaltung gewesen und die Gemeindebürger müssen das zahlen und das ist nicht wichtig. Gut, das wird nächste Frage, bitte. Ja, es war trotzdem keine Gemeindeveranstaltung, sondern eine SPÖ-Veranstaltung. Das wird die SPÖ zahlen und nicht die Gemeinde. Ist da nur so vorgekommen? Also, was geht bei dir, was für die einzige Fraktion, die was gearbeitet hat dabei. Ja, Gott sei Dank, dass du viel gearbeitet hast. Jetzt ausgeschaut. Gut, nächste Frage bitte. Bitte. Und zwar meine Frage ist eine alte, sehr oft wiederkehrende Frage. Sie erinnern mich ein bisschen an den Film, den größten Zungenknirsch. Ja, das Ding nicht kennen Sie auch noch wahrscheinlich nicht. Okay, und zwar, es geht um die Veröffentlichung der Gemeinderatssitzungsprotokolle, Gemeinderatssitzungstermine, des Voranschlags, Rechnungsabschluss und so weiter auf der Gemeinde-Homepage. Diese Bitte habe ich bereits mehrmals an den Bürgermeister gestellt, zuletzt bei der Gemeinderatssitzung am 24.03. Die Antwort des Bürgermeisters damals war, werden wahrscheinlich unter dem Menüpunkt, ich betone das Wort wahrscheinlich, unter dem Menüpunkt Politik abrufbar sein. Beziehungsweise, das war in einer anderen Sitzung, das sei eine gute Sache und werde umgesetzt werden. Bis heute ist das leider noch nicht der Fall. Deshalb meine heute wiederkehrende Frage, kannst du mir einen Termin nennen, wann diese vier Punkte auf der Gemeinde von Welt verfügbar sind? Termin, ja oder nein? Nein, könnte nein sagen. Das ist in Bearbeitung. Okay, das heißt, du weißt es nicht. Ne? Das ist der erste Fall. Okay. Das heißt, du weißt es nicht, wann auf der Gemeinde von Welt verfügbar sind. Wahrscheinlich, das ist eine gute Sache. Es wird daran gearbeitet. Ja. Da geht es um eine technische Lösung, wie das umgesetzt wird. Das ist alles. Und nachdem mehrere technische Teile sozusagen bearbeitet werden, mitunter auch der Veranstaltungskalender, wird im Zuge dessen, wie das auch umgesetzt wird. Und das wird in der nächsten Zeit passieren. Wann ist die nächste Zeit? Ja, ich kann den Kandidaten nicht mit der Programmierer und dann derjenige, der die Homepage betreut, aber es wird passieren. Bitte nicht einfach immer mit Geduld, das ist alles. Ja. Das ist gleich, weil es eine Aussage gibt und ich hoffe, als Vertreter der Gemeinde, dass du hier auch einen Terminbuch auslöst. Deshalb frage ich dich noch einmal, welchen Terminbuch hast du dir selber gestellt? Welchen Termin hast du gestellt und selber kannst du das auf die Gemeinde umgestellt? Das ist jetzt die zweite Frage. Nein, das ist noch eine Frage. Danke, also es gibt von dir leider keine Antwort. Schade. Ja, bitte. Die zweite Frage. Das ist an die Obfrau des Kinder- und Jugendausschusses. Und zwar ist der aktuelle Stand der Planung vom Jugendzentrum und das ist ein Konzept, wie ein möglichst großer Anteil der Epoche Jugendlichen in diesem Jugendzentrum angesprochen werden soll. Also meine Information, die ich aus Information ist, dass es aktuell nur 10 bis 15 Jugendliche sind, die dort sind, in diesem Treffen. Die Miete, was jetzt veranschlagt ist für das neue Jugendzentrum, der Bund ich, ist so in der Größenordnung 2.000 Euro monatlich, das ohne Betriebskosten.
die Betreuungskosten pro Monat bei 60 Betreuern sind in der Größenordnung von 2.100 Euro pro Monat, was in Summe einen Betrag von 60.000 Euro ergibt. Und ich hoffe natürlich, dass das nicht nur die 10 bis 15 Jugendlichen anspricht, sondern mehr. Deshalb meine Frage noch einmal zusammenfassen. Wie ist der Stand der Planung? Wie schaut das Konzept aus, dass man möglichst viele der Jugendlichen, die Woche Jugendliche, also der Stand der Planung ist der, dass wir in der Nutzungsänderungsphase sind vom Haus, bevor man dann wirklich ins Haus kann. Und wenn wir dann einen fixen Standort haben, mit allen wichtigen Genehmigungen, dann werden wir mit der Vermögensverwaltung GmbH, wie wir das betreut, die die Jugendpädagogen vor Ort hat, Konzept erarbeiten. Und die haben auch schon mehr beschriebene Seinsberg und Birka. Nur nachdem wir noch ein bisschen Standort haben, ist das für uns dabei noch nicht wirklich gut gewesen. Konzept fürs Haus